machen jedes Jahr eine Weinreise, ohne die Messehalle zu verlassen. Und wir nehmen jedes Jahr eine andere Route. Genau. Und dieses Jahr fangen wir im Osten an. Das stimmt. Da haben wir Glück. Ja, es ist besser, uns am Anfang zu haben, als am Schluss. Hallo, mein Schatz. Also was Bruno angeht, habe ich den Eindruck, er fängt wieder mit seinen üblichen Spielchen an. Papa, ich habe eine einzige Woche Urlaub im Jahr. Mehr sage ich nicht. Gut, wir machen deine Weinreise, Bruno. Wie heißen Sie mit Vornamen? Mike. Klingt ja wie der Name eines amerikanischen Traktors. Mein Schatz, es ist alles in Ordnung. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass ich wieder angefangen habe zu trinken. Aber die gute ist, dass Bruno und ich uns näher gekommen sind. Hallo! Keine Sorge, Mama. Ich achte darauf, dass ihr nicht so viel trinkt. Echt schwierig mit den Frauen. Oder täusche ich mich? Frauen reden gern. Das machen sie am liebsten. Ich sehe da viele gute Dinge. Einen festen Job in naher Zukunft. Wow. Wenn Sie hier hinten sitzen, fühle ich mich gar nicht wie auf der Rückbank eines Autos. Ich will Sie nur darauf hinweisen. Der Taxameter steht jetzt bei 2.654 Euro. Was den Hof angeht, wäre es ein Wunder, wenn ich ihn dazu überreden könnte. Aber ich darf mich nicht aufregen. Ich darf mich nicht aufregen. Bruno, du bist ein guter Junge. Um alles wieder aufzubauen, seufzt Francis Cabrel wie ein Loch. Ihr Gaillac schmeckt wirklich gut. Er ist stark, kräftig, genau wie Sie. Ganz reizend. Und Sie? Wie heißen Sie? Venus. Ich habe hier einen 2011er Puy Fussé. Da sollte man sich Zeit lassen beim Degustieren. Er hat einen wunderbar nachhaltigen Abgang. Ich probiere gerne auch noch seinen Nachbarn.